Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Wir werden uns heute wieder ein kleines Video zusammen anschauen und zwar Julian Bam Songs aus der Bohne Teil 2. Vom ersten Teil habe ich gar keine Reaction gemacht, aber der zweite Teil scheppert schon ordentlich rein. Ich habe das Video schon ganz kurz angeschaut, aber gleich wieder gestoppt, weil ich wollte den Rest mit euch zusammen noch anschauen. Deswegen würde ich sagen, Leute, lehnt euch zurück, genießt diese kleine Reaction. Los geht's. Das ist ein magischer Boden. Jede Bohne steht für einen Musiker. Wenn du meine Scheiße hockst, ne? Nimm eine. Was ist das? Ey, das war so... Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, es geht darum, die haben diese... Gott, wie heißen die? Ah ja, genau, diese Jelly Beans. Und jedes Mal, wenn Julian Bam oder einer von seinen Leuten in einer kritischen Situation steckt, essen sie eins und bekommen dann die Superstimme von irgendeinem Superstar, wie zum Beispiel jetzt hier Dieter Bohlen oder so. Und es ist so geil gemacht und die Songtexte und die Musik dazu, es ist so geil. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Ich werde ab und zu mal zur Musik und zur Stimme was sagen, soweit ich irgendwas sagen kann, weil Vince, also der Producer von den ganzen Songs und von den Songtexten, er hat einfach übelst die geilen Skills drauf mit der Musik und ich würde sagen, play up. Krass. Ja, Mann, hab ich doch gesagt, das sind magische Bohnen. Gott, was ist los mit dir? Geht's dir gut? Also es war vom Teil 1 was. Das ist ganz klar eine Leiche. Nein, nein, das ist keine Leiche. Das... Woher hast du die magischen Bohnen? Zwei. Wer war das? Eminem und Helene Fischer. Also da war der erste Part dann vorbei. Oh, das Klavier ist geil. Ey, die Lady, vollkommen crazy. Ihr einfach Babys, wir wie das A-Team. Wäre besser, wenn ihr statt dem alten Cyber-Tape nehmt. Hey, tiki 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 tiki, Grinch AD. Tiki tiki, ja. Das heißt, er macht jetzt gerade Eminem und Helene Fischer nach. Und das alles in einem Song. Viel zu geil. The real shady. Warum tragt ihr den Masken selber gebastelt? Könnt ihr darunter atmen? Ich glaube, es ist ziemlich belastend. Yeah, seid ihr so hässlich? Ja, ganz ehrlich, ich check's. Ich bin so, wenn ihr die hackt, steig ich nicht mehr hier fest. Tick, tick, ihr sagt mich, bevor ich euch back dis. Tag this magic mit Rap, the perfect is. Tag this, rack, the tag, jack, the fact is. My spaghetti, du bist up, it's plastic. Aber gonna rub it, the summer, the suffocation. Yeah. Atem nur durch geil. Den Schlag, weil ich den Solarplexus traf. Ja, die Boden sind so stark. Morgen sicher Magen-Darm. Schlag euch rot, grün und blau. Cyan, Magenta, aber du bist grau. Geht schon gut ab. Alter, yo, John jetzt laut. Ich glaub, die stehen bald wieder auf. Atemlos. Gib mir so Punch, du bist atemlos. You better run, doch auf Atemnot. Ey Gott, du kannst doch den Fass schon tot. I'm the one, dieser tatenlos. Der denn auf uns, denn ich baller los. Because the one, also, ohne Scheiß, Mann. Also, Vince, der hat's einfach voll drauf. Der kann, egal welche Musikrichtung, er kann alles produzieren und das ist krank. Let's go! Den Solarplexus traf. Und der Text. Wieso wirfst du mir zwei Bohnen in den Mund? War keine Absicht. Aber die haben uns ja da rausgeholfen. Ja, und die haben uns da auch reingebracht. Ja, hast schon recht. Lass uns keine Bohnen mehr nehmen. Okay, wir nehmen keine Bohnen mehr. Deal. Deal. Großer? Oh, Papa, bitte jetzt nicht. Ich weiß, wie du dich fühlst. Also das ist jetzt Vince, der Produzent, also der die ganze Musik macht. Ich weiß nicht, ob jetzt er... alleine die Songtexte schreibt oder mit Julian Bam zusammen, keine Ahnung, aber schauen wir später mal in die Beschreibung noch. Fühlst mein Sohn, Papa war auch mal verliebt. Du warst verliebt? Liebst du Mama nicht mehr? Oh, Papa, geh doch raus. Erzähl doch mal, wie war dein Date? Oh, Papa! Ich will nicht mit dir darüber reden. Außerdem habe ich ganz andere Probleme. Oh, so aggressiv. Das kenne ich. Kam die Schildkröte nicht aus dem Panzer raus? Hm? Was? Ah, das passiert mir auch ständig. Neulich mit Mama, da haben wir nämlich... Hey, hör auf! Sohn, wenn die Männlichkeit nicht in ihrer gewohnten Länge... Lass uns keine Bohnen mehr nehmen.
Garcia. So geil gemacht. Mama, bitte heute nicht, lass mich jetzt allein, verlass bitte mein Zimmer, lass gut sein. Wie geil ist das denn? Lass gut sein. Es ist nicht so, wie es scheint, du verstehst mich nicht, nein, red nicht von meinem Kleinen, außer dir ist er breit, breit und ich klein. Was mit dir, was mit dir jetzt? Wer bist dich denn? Du hast nicht gecheckt. Junge, ist das Instrumental geil. Leck mich am Arsch. Was ich alles durchgemacht hab. Also wenn ich das Video jetzt nicht kennen sollte, beziehungsweise wenn ich das jetzt nicht anschauen würde und ich jetzt nur die Stimme und das Instrumental hören würde, wüsste ich sofort, von wem das ist, also von der Sia. Es ist einfach so perfekt gemacht. Also da merkt man einfach, Profi, krass. Weißt du was? Wir holen einfach Mama dazu und dann reden wir gemeinsam darüber, okay? Fuck! So, das Ticket bitte. Ah, shit. Ich hab leider kein Ticket. Das Ticket bitte! Ich hab Simon Will. Wie kein Ticket? Dann einmal schön her mit dem Ausweis bitte. Verdammt. Ich hab mein Portemonnaie nicht dabei. Ach, so ist das! Dann fahren wir gar nicht erst los! Können wir bitte weiterfahren? Lieben gern. Es geht nur leider nicht, weil wir einen Schwarzfahrer hier sitzen haben. Ist doch dieser YouTuber da, dieser Rezo. Nee, das ist doch dieser Revi. Revi, du Bastard! So sieht's also aus. Erst die dicken Kohlen verdienen und dann Schwarzfahren. Wie teuer ist denn ein Ticket? Mach den Mixer raus jetzt! Hier passiert erstmal gar nichts, bevor die Strafe gezahlt wurde oder die Polizei hier ist. Jetzt zahl endlich das scheiß Ticket, Junge. Will ich ja. Wie teuer ist denn ein Ticket? Boah, unerhört sowas. Schlimm, oder? Die Jugend von heute. Ich will weiterfahren! Wenn er nicht will, schmeißen raus. Wie kommt man eigentlich auf die ganzen Ideen, in einem Bus das zu drehen? Ich finde es so geil, was Julian Bam hier abliefert. Scooter. Oh Gott. Okay, wir nehmen keine Bohnen mehr. Junge! Geil ist das bitte gemacht. Sonst steig ich um in die Bahn. Steht alle auf Rave Total. Boah, gönnt euch mal die Kick. Wir fahren durch bis Japan. Yeah. Wie du tickst, geht gar nicht klar. Ich zeig morgen mein Ticket ab. Trink Cola aus nem Whiskyglas. Auch Herr Busfahrer nickt den Tag. Heute fahren wir alle schwarz. Der Bus wird heute noch Ballermann. Wir haben schon jemand angefahren. Doch der Bus respawnt ihn, weil er kann. Ihr müsst euch mal überlegen, wie viel Arbeit es ist, überhaupt so ein Skript dazu zu schreiben, also zu diesem Video. Weil man muss sich erstmal überlegen, was will man in dem Video drehen, wie soll das alles gedreht werden, wen brauche ich dafür und dann auch noch Special Effects reinbauen. Es ist krank. Also ich will nicht wissen, wie viele Stunden, wie viele Wochen die an so einem Video sitzen. Ich hab hier noch Coins, also frag ich dich an. Schöne Gesangsanlage. Wirklich. Aber wenn Sie kein Ticket haben, dann zahlen Sie jetzt trotzdem die 60 Euro Strafe. Ach, wissen Sie was? Sie können mein Ticket haben. Sie haben es viel nötiger als ich. Den Rückweg gehe ich zu Fuß. Ah, fuck! Ah! Oh, ah! Ah!
What the fuck? Ich fand's schon scheiße, dass du einfach abgehauen bist. Ich hatte alles vorbereitet. Und dann warst du einfach weg. Okay, John. Bleib einfach ruhig. Denk dir einfach etwas Logisches aus, was ultra smart klingt. Ich war doch da. Du warst doch weg. Ach so, bei dir. Wow, John. Wow. Hat dich das irgendwie abgetönt? Okay, du kannst es noch retten, aber jetzt versau es bloß nicht. Ich war ja Zähneputzen. Ich hatte irgendwas zwischen den Zähnen und das ist ja voll ekelhaft und so. Fuck. Okay, scheiß drauf, ich bin weg. Taxi! Ey, wenn du gar keinen Bock auf mich hast, dann sag mir das doch. Aber reit doch nicht ewig darauf rum. Ich reit doch gar nicht auf die rum. Also nicht, dass ich nicht auf die rumreiten werde, weil dein Arsch ist echt geil. Dein Charakter ist geil. Und dein Arsch ist aber auch geil. Also du bist generell geil. Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ey, bitte nicht der Jon, ey. Voll krass, ey. Jetzt sind sie mit dem Salat zwischen den Zähnen, ey. Von mega starke Copacabana. So viel Grün hab ich noch nie gesehen. Ey, kann die dich mal anpissen? Ey, so was. Werde, oh mein Gott. Dieter Bohlen. Wie kriegst du unter Gummibärchen? Was zur Hölle? Schau dich um, schau ihn an. Besser wird es nicht mehr. Er ist zwar dumm und kein Mann, aber er liebt dich sehr. Er liebt es auch, dich anzulügen. Er ist feige. Allein achtet mal auf die Texte. Leck mich am Arsch. Feige, aber du bist auch nicht gerade eine geile Geile. Pass zusammen zu Papa, pass wie Klonscheiße. Sieh deine Frau, du ihr Mann, jetzt mal ohne Scheiße. Mach dich ran, ja, geht schon klar, doof seid ihr beide, beide. Dinner für zwei und Feldsalat ist die Hauptspeise, Speise. Magen kurz mal nicht sehen, Salat zwischen deinen Zähnen. Trotzdem würde ich sie nehmen, denn du hast ein klein wenig. Magen kurz mal nicht sehen, Salat zwischen deinen Zähnen. Trotzdem würde ich sie nehmen, denn du hast ein klein wenig. Mir gibt Pille, man nicht rote, Lachs, kommen zwei Nudeln. Trompete, immer aus dem Rote, Brühe, Pinsel, Lille, Gurke. Mir gibt Pille, man nicht rote. Oh Scheiße, du, mein Dorf wird angegriffen. Ich muss mal eben zu der Alten ins Café die fertig machen, ne? Ciao, euer Dida. Wie geil ist das bitte gemacht? Oh, hey, John! Du glaubst nicht, was gerade passiert ist? Ah, du hast ihn vorne genommen! Nicht so laut! Ihr werdet gesucht! Rezo. Wir müssen uns beeilen! Die Masken sind nicht weit! Die Masken? Psst, nicht so laut! Komm mit! Vorsicht, Stufe, seid mal leise, hier rein. Elvis Presley, Michael Jackson, die Beatles, Heino, alles großartige Talente, Bands, Genies. Immer wieder gab es neue Musiker und Bands, die die musikalische Landschaft bunt aufmischten. Doch dann... Seit Anfang des Jahrtausends ist Schluss. Wieso? Wegen des Internets? Die Bohnen. Was soll das heißen, die Bohnen? Die Musikindustrie ist so schnelllebig geworden, dass alle... Also ich wette mal, dass es noch einen dritten Part geben wird. Hundertprozentig, weil das letzte, beziehungsweise der erste Teil, der kam so gut an bei den Leuten. Und jetzt haben sie den zweiten Teil rausgebracht. Der kommt wieder mega gut an. Also ich sage, was die für eine krasse Arbeit da leisten... deswegen gehe ich davon aus, dass auch noch ein dritter Teil kommt. Also hoffe ich zumindest. Alle nur noch auf die Bohne zurückgreifen. Um wieder wahre musikalische Vielfalt aufblühen zu lassen, müssen wir die Quelle der Bohnen zerstören. Darum muss ich wissen, woher habt ihr die Bohnen? Keine Ahnung, ich habe eine von John. Curly. Wer ist Curly? Warte mal. Das ist Curly. Den kenn ich von... Oh nein! Oh, es wird immer schlimmer! Ju? Rezo? Hilfe! Ju! Rezo? Okay, Leute, wie heftig sah das gerade aus von Rezo? Als wäre er der
ultra perfekte Schauspieler. Gönnt euch mal seinen Blick. Rezo? Moment. Du! Oh, Junge, wie perfekt. Richtig krank. Rezo? Ich hab ein Pferd am Start, es ist voll auf Gras und ich hol jetzt meinen Bro zurück. Mein Pferd ist Araber, jeder hört wie ich sag. Voila, wir holen dein Bro zurück. Ich hab alles mit dabei, die Bohnen eingepackt. Hol das Arschgesicht vom Bruder Joe jetzt zurück in die Stadt. Masken, macht euch bereit und hört wie mein Pferd sagt. Yalla, wir müssen los, denn hab noch nen Termin beim Arzt. Er hat bei WhatsApp Bleibstandort geschickt. Ich weiß, wo er ist, ihr werdet weggekickt. Habt ihr schon den Abo-Knopf geklickt? Damit ihr auch die Fortsetzung mitkriegt. Was seh ich da, das hätte ich nie gedacht. Die Bohnen sind... Wie geil war bitte Teil 2? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wer den ersten Teil schon gesehen hat. Also ich sowas von. Und ich habe auch schon auf den zweiten Teil gewartet. Deswegen erstmal ein Like. Songs bei Vincent Lee, habe ich euch ja schon gesagt, der Produzent. Mein Akku ist jetzt gleich leer, deswegen würde ich sagen, Leute, ich hoffe, euch hat diese kleine Reaction gefallen. Ich fand's mega, mega geil, allein was Julian Bam und seine Crew da abliefern. Also, das ist schon Top-Level, also höher geht's eigentlich gar nicht. Und das alles umsonst für die ganzen Zuschauer, alles auf YouTube, das finde ich richtig, richtig geil. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich sehe euch zum nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann, macht Musik. Ciao.